Liebe Autobild-User oder an dieser Stelle besser, liebe Ford Mustang-Fans, denn besonders ihr dürft jetzt frohlocken, ein legendärer Name kehrt zurück, Mach 1. Warum das so ist, das erfahrt ihr im Artikel unten. Im Umkehrschluss bedeutet die Rückkehr des Namens aber auch, dass zwei andere Namen gekillt werden, nämlich Bullitt und Shelby GT350. Und besonders letzteres ist sehr, sehr, sehr schade. Warum das so ist, dazu muss ich kurz ausholen. Ein Überblick über die Motoren des Mustang-Lineups. Es gibt die Einstiegsmotoren, den 2,3 Liter Vierzylinder, dann die GT-Modelle mit 5 Liter V8 und dann gibt es die 5,2 Liter V8, die im Shelby GT350 und im Shelby GT500 sitzen. Normale V8-Motoren haben eine Crankplane-Kurbelwelle. Das sind Kurbelwellen, wo sich zwei gegenüberliegende Kolben einen Zapfen auf der Kurbelwelle teilen. Die sind laufruhig und haben diesen typischen blubbernden V8-Sound, den man von Ami-Motoren kennt. Auch der GT500 hat einen solchen Motor. Anders ist das im GT350. Der hat auch einen 5,2 Liter V8, aber schon seine Bezeichnung ist anders. Der Motor heißt Voodoo V8. Ich meine, wie geil ist das denn? Und er hat eine andere Kurbelwelle. Die Kurbelwelle, die ist keine Crankplane-Kurbelwelle, sondern eine Flatplane-Kurbelwelle. Das heißt, nur ein Kolben sitzt auf einem Hubzapfen. Und das führt zwar zu einem unruhigeren Lauf, aber er ist im Ansprechverhalten viel besser, er dreht viel höher und der Sound ist unvergleichlich. Normalerweise, wie bei den Crankplane-Kurbelwellen, die haben ja eben diesen blubbernden Sound. Und bei den Flatplane-Kurbelwellen, der Sound ist richtig kreischend und schreiend. Das Hochdrehen, das ist echt infernalisch, der Sound. Man kann das ziemlich gut vergleichen. Ferrari ist einer der anderen Hersteller, die V8-Motoren mit Flatplane-Kurbelwellen verbauen. Und Ferrari-Sound, das hat ja nichts mit Ami V8 zu tun. Und daran erkennt ihr, was für einen Unterschied die Kurbelwelle beim Sound macht. Dass ansonsten nur noch Ferrari auf V8-Motor mit Flatplane-Kurbelwelle setzt, das zeigt eigentlich schon, dass die komplizierter und teurer in der Herstellung sind und dass wir einen solchen Sahnemotor nochmal von einem Massenhersteller wie Ford zu Gesicht bekommen, das ist in Zukunft eher unwahrscheinlich.